Philipp Bargfrede hat heute tatsächlich mal eine Ausnahme gemacht und hat in diesen Corona-Zeiten sein Haus verlassen, um ja, zum Weserstadion zu fahren. Denn da stand für Werders Mittelfeldspieler ein wichtiger Termin auf dem Programm. Er hat nämlich den Journalisten Rede und Antwort gestanden, zumindest indirekt. Denn wie schon sein Mitspieler Niklas Moisander vor wenigen Tagen, saß auch Bargfrede mehr oder weniger allein im großen Medienraum des Weserstadions. Ein, zwei Werder-Mitarbeiter waren schon noch da, ein Fragensteller und einer hinter der Kamera. Und der Fragensteller, der hat die Fragen, die die Journalisten vorher einreichen konnten, vorgelesen und an Philipp Bargfrede gestellt. Und wir selber konnten dann hier, also auch wir von der Deichstube, im Homeoffice an unseren Computern sehen und vor allem hören, was Philipp Bargfrede so zu sagen hat. Und das war ja durchaus interessant, denn der 31-Jährige hat ganz interessante Einblicke gegeben, wie er gemeinsam mit seiner Familie diese ja so schwere, so ungewöhnliche Zeit gerade erlebt und konnte erstmal berichten, dass das Virus in seinem persönlichen Bekannten- und Familienumfeld noch nicht angekommen ist, dass aber auch er zu Hause inzwischen eine ganz andere Rolle einnehmen muss. Er sagte mit Blick auf die Kinder, auf die Kinderbetreuung, ja, da bin ich gerade durchaus in der Pflicht. Papa ist ja jetzt auch viel da und kann sich entsprechend kümmern. Und Philipp Bargfrede hat die Gelegenheit genutzt, ja, um, vielleicht war es ein Appell, es ging zumindest in diese Richtung, ein bisschen dahingehend zu reden, zu sagen, was diese schwere Phase gerade mit ihm persönlich auch gemacht hat. Mich gesagt, er hat, sieht sich in etwas bestätigt, was er während seiner vielen Verletzungspausen schon festgestellt hat. Es geht ihm auch ohne Fußball ganz gut. Und er sagte, diese Corona-Phase ist vielleicht einfach mal Gelegenheit, sich wieder auf die kleineren Dinge zu fokussieren. Denn er habe das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht mehr zu schätzen wissen, in was für einem Land, in was für einer Gesellschaft wir hier in Deutschland eigentlich leben, wie, das war das Zitat von Philipp Bargfrede, extrem gut es uns eigentlich geht. Und ich glaube, damit, mit dieser Aussage, hat er definitiv einen Nerv getroffen. Er hat sich auch in einem anderen Punkt absolut kämpferisch gezeigt, nämlich wenn es darum geht, wenn es um die große Frage geht, wann und ob die Saison eventuell fortgesetzt werden kann. Für Bargfrede ist das die große Hoffnung und er geht auch fest davon aus und er sagte, er persönlich nutzt jetzt die Zeit, um so fit zu werden, dass er für Werder im dann im Mai, womöglich Juni anstehenden Liga-Endspurt, der ja dann sehr, sehr hart wird mit ganz vielen Spielen innerhalb von kurzer Zeit, dass er da eine absolute Hilfe und Verstärkung ist. Dafür arbeitet er jetzt täglich, wenn er sich nicht um die Kinder kümmert. Und es gab ein bisschen abseits von Werder Bremen, aber dann doch mit sehr engem Werder-Bezug, heute auch noch eine sehr positive Nachricht, denn Abdelhak Nouri konnte inzwischen das Krankenhaus, die medizinischen Einrichtungen verlassen und wird inzwischen zu Hause von seiner Familie betreut. Zur Erinnerung, weil es vielleicht nicht mehr alle auf dem Schirm haben, dieser Abdelhak Nouri, der war 2017 in einem Testspiel gegen Werder, damals als Profi von Ajax Amsterdam, mit einem Herzstillstand zusammengebrochen und hat daraufhin in der Folge schwere Hirnschäden erlitten. Seitdem ist Nouri ein Pflegefall, war lange in Einrichtungen untergebracht, macht nun aber offenbar entsprechende Fortschritte und konnte jetzt von der Familie nach Hause geholt werden. Das hat sein Bruder im niederländischen Fernsehen berichtet und auch Werder hat auf diese Nachricht ja mit großer Freude und Erleichterung reagiert. Frank Baumann sagte, dieser Moment damals im Zillertal während des Trainingslagers, gab es nämlich dieses erwähnte Testspiel, war für alle Beteiligten damals ein großer Schock und umso schöner ist es jetzt zu hören, dass es mit Nouri, vermutlich werden es kleine Schritte sein, aber dann doch bergauf und in eine gute Richtung geht. Und das ist natürlich gerade in diesen Zeiten eine absolut positive Nachricht.